Hallo! Herzlich willkommen zurück zu Volcano Blog. Und bevor ich loslege, schnappe ich mir einfach mal irgend so eine Frage. Die größte deutsche Insel heißt. Ja, ich lese mal die Antwortmöglichkeiten vor. Ich habe sowas im Kopf und es steht auch dabei: Rügen, Fehmarn, Usedom oder Sylt. Ich würde Rügen tatsächlich sagen. Wir gucken mal nach. Und es ist Rügen, ja. Na? Okay. War also richtig. Ah, es geht los. Ganz schön kalt heute. Wenn ich so ein bisschen rumzappel, dann liegt das daran. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte, glaube ich, drei Sachen offen, die ich machen wollte. Das war einmal Mana Spreader. Einmal das Ding hier fertig machen. Und das Tor. Mal gucken, ob wir da alles in der Folge schaffen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, es ist trotzdem zu viel. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Also mir fehlt ein Netherstone. Ich glaube, mir fehlt das rosa Zeug. Wir versuchen mal, ob das dann schon reicht vielleicht. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe noch in Erinnerung, dass da ziemlich wenig dabei rumkam. 21 Stück habe ich. Ja, war klar, ne? Bei weitem zu wenig. Wir brauchen noch mal so viel, locker. Aber das Zeug wächst ganz gut. Das passt. Okay. Gut. Dann. Wollen wir hier einen Mana Spreader bauen? Genau. Was braucht der Mana Spreader alles? Okay. Dreamwood, das ist nicht so tragisch. Ja, gut. Einen Pilz. Wir können ja auch gleich zwei bauen davon, oder? Wir können auch zwei bauen. Dann geht es mit dem Rezept wieder besser auf, glaube ich, ne? Wie war das mit dem Pilz? Ach so, hier. Habe ich das komplett gebraucht? Es scheint so. Okay, gut. Ist denn das? Keine Ahnung. Ist wohl irgendwo in der Multiblock-Geschichte. So. Ich glaube, das war mit dem lila Zeug. Und zwar. Hier. Okay. Alles klar. Wobei das ist. Wir nehmen wieder nur drei. Geht einfach schöner. Käse. Wo ist der Käse? Hier. Immer wieder die Umstellerei. So. Okay. Tschack, tschack, tschack. So. Ah, das war das Falsche. Das war das Falsche. Ich wollte doch. Okay. Das war das Falsche. Das wollte ich doch gar nicht.
Hier, das hier wollte ich doch eigentlich haben. Ah, mit dem Grün. Und mit dem Rockcore, alles klar. Mit dem Grünen. Mit dem Grünen. Und ich brauchte dazu das Viertel. Hier, das hier, fette Soll, genau. Da war ja was, genau. Jetzt, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich habe es falsch gemacht, liegt an mir, sorry. Ich habe einfach wahrscheinlich zu lange nicht mehr gespielt oder so, keine Ahnung. So. Rock Core. Stein, Heavy Ingot und Gravel. Gravel habe ich, Stein. Wie ich? Heavy Ingots. Oh je. Da ist nicht mehr so viel da. Aber gut, dann machen wir halt nur zwei. Mit dem Grünen. Und damit. Dann machen wir das nochmal. Weil es so schön ist. Für sowas ist die, wie heißt's, Logitech-Tastatur echt super. Ich habe hier so eine G510, die ist schon ein paar Tage, aber man kann die halt super schön mit allen möglichen programmieren, was man so braucht. Von daher echt toll. Und jetzt in diesem Fall habe ich ihm halt gesagt, er soll immer schön rechts klicken. Genau, zwei Stück brauche ich. Ja. Aber was? Beziehungsweise rechts gedrückt halten. Und wieso? Das war so irgendwie, glaube ich. Genau, perfekt, danke. Und dann konnte ich dem, dann konnte ich da eben die Taste mal kurz drücken und habe den dann rechts gedrückt halten lassen, bis ich wieder die Taste drücke. Das geht über ein Skript, das man schreiben kann. Finde ich super praktisch. Tatsächlich habe ich das Skript mir selbst geschrieben. Also das ist nicht irgendwie abgeschrieben irgendwo oder sonst was, sondern das ist tatsächlich selber entworfen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Also es ist super simpel, man muss nur mal kurz gucken, also ich habe geguckt, ob es einen Befehl gibt, also einen Toggle-Befehl, und tatsächlich gibt es den, und damit ist dann alles geklärt. Ne? Man kann dann im Endeffekt ganz einfach sagen, okay, ja, also was heißt ein Toggle-Befehl? Gibt es nicht direkt, kann man sich aber selber basteln. Also, ja, wie gesagt, also, es ist... Boah, wie habe ich das gemacht? Das ist schon so lange her. Also ich habe die Tastatur, glaube ich, 2008 oder so gekauft. Oder 9? Weiß nicht, irgendwo da. Dementsprechend alles die halt auch. Aber funktioniert einmal frei noch. Ich hatte sogar schon mal was drüber gekippt und die war total verklebt. Und habe halt dann im Endeffekt... Ja, ne? Die ganze Tastatur zerlegt, die unter Wasser gesetzt, komplett, also in der Dusche mit Spül, mit der Massagebrause, ne? Ich habe gedacht, jetzt ist kaputt, jetzt ist Feierabend, jetzt ist die kaputt. Aber ich habe die dann schön getrocknet, habe die wieder zusammengebaut und sie da, sie funktioniert wieder. Schön. Hm? Sehr schön. Also. Mysterious Dust, zweimal Glowstone und irgendeine Farbe, die wir gerade zur Hand haben. Ich würde aber sagen, dass ich nehme lieber Rot, weil davon habe ich genügend. Glowstone Dust haben wir auch zweimal und Mysterious Dust gibt es hier. So. Okay.
Ja, dann machen wir es halt per Hand. Ja, genau, das müssen wir jetzt noch bauen. Brauchen wir vier davon. Moment, wie war das nochmal? Ah ja. Ui, ich hoffe, ich habe von den anderen Farben jeweils noch einen. Hüp, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und Nummer acht. Ah, hier haben wir noch was. Okay, mal. Sonst übersehe ich das beim nächsten Mal zum Schluss und dann greife ich das nur neu und brauche es gar nicht. Nein! Jetzt aber. So. Ach ja, ich denke, dass ich das alles in Dingens umwandeln muss, in Mana-Stil, oder? Ja, muss ich, klar, ja. Also der ist fertig. Gab jetzt nicht so sonderlich viel. So, vier Stück habe ich. Das ist noch nicht so ganz das, was ich haben möchte. Ich muss mich da mal hochbauen, glaube ich. So. Weiß nicht, wie viel habe ich denn jetzt? Mal gucken. Hoppala. Sorry. hier. So, acht Stück habe ich gerade mal. Einen müssten wir eigentlich noch mindestens holen. Oder zwei. Ja, da bin ich doch in der richtigen Höhe. Da gibt es hier mal überall was zu holen. So. Na, da komme ich nicht ganz hin. Da komme ich hin. Da. 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 Okay. Dann, ist gut. Duck. So. Ich hoffe, wir brauchen das nicht mehr. Ich nehme mal die Hacke dazu. So. Okay.
Liegt hier außenrum noch irgendwo was? Nee. Okay. So. Du, kleinen Kobbel. Halt, falsch. Das hier. Siebenunddreißig? Sollte das nicht eine gerade Zahl sein? Habe ich eins übersehen? Nein. Was ist denn da passiert? Ich hoffe, da ist nichts passiert. Ah, hier liegt noch eins. Daran liegt es wohl. Der wird gleich leer sein. Noch nicht mal. So. Dann. Und 24 für das Rüstungszeug, ne? Muss ich da irgendwie eine Rune noch dazu nehmen oder kann ich die einfach so craften? Die kann ich einfach so craften, ne? Perfekt. Und da kommen dann die Runen dazu und so weiter und so fort. Alles klar. Also die normale Rüstung kann ich einfach so craften. Sollte ich vielleicht auch tun und direkt einfach mal hier auf Lager legen, oder? Nur damit es halt gemacht ist. Damit ich das nicht für irgendwas anderes vercrafte. So. Okay. Und das hier gehört auch noch mit zur Rüstung. So. Jetzt habe ich hier vier Stück. Wenn ich die da durchwerfe, dann... ne? Genau. Zwei Stück. Und dann brauche ich noch Holz. Living Wood. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ach, ich habe ja schon zwei Saplinge da hinten stehen. Nur die wachsen halt überhaupt nicht. Die wachsen halt echt nur mit Fertilizer. Jetzt bräuchte ich Kobras Hühnerkacke. Müsste ich meine Bestellung aufgeben. Ich brauche Hühnerkacke. So. Nicht nur eine, sondern... Ja, so 20 Stacks wären, glaube ich, erstmal ausreichend. Ah, der ist schön. Lass mal. Das war auch schön. So. Na, ich dachte schon, der ist weg. Dabei wurde er mir durchs Portal einfach noch nicht angezeigt. Hier sieht man ihn nicht, ne? Der steht da nicht. Aber kaum gehe ich durch. Upp, da ist er. Ah, schön. Ja. Wir beide gleich, ne? Ja, passt. Elfenmanasblätter. Ich glaube, ich tausche den hier aus.
als erstes. Damit da das schneller geht, oder? Aber der ist halt dran voll. Ich müsste mal mein Mana-Tablet da reinwerfen. Habe ich es denn hier? Leer. Komm. So. So ziemlich, ne? Ah, hat sich automatisch zu denen verlinkt. Okay, sehr gut. Und das hier ist auch noch ein Malerpool, ne? Ja, genau. Vielleicht mache ich das hier aber auch. Also, dass ich hier den auch darüber linke, einfach damit ich hier einen großen hinsetze. Und hier das vielleicht lasse. Oder auf der anderen Seite, eigentlich brauche ich da unten halt viel Mana. Nee. Ich ersetz den hier. Trotzdem. Ich ersetz den hier. Weil ich nicht so Ewigkeiten warten will immer. So. Okay. Das ist einfach so. So immer so kompliziert. Wie sieht es bei dir aus? Doch leer. Kann man diese Mana Spreader auch irgendwie noch upgraden oder so? Ist die. Was ist dies? Spoofe. Was macht man damit? Britannia. Huch. Da ist es nicht drin. So, ich habe es wahrscheinlich einfach noch nicht freigeschalten. Was macht denn der Red String überhaupt? Geschichte. So. Und jetzt muss ich mal gerade auf.
Pause nochmal drücken. Jetzt werdet ihr gleich wahrscheinlich einen Cut merken. So. So, jetzt. Das ist immer ärgerlich, wenn. Ja. Naja. Wenn Leute auf dem Dachboden rumlaufen und man halt direkt unter dem Dachboden wohnt, dann ist es hier halt relativ laut. Und deswegen habe ich mal kurz, ne? Ja. So. Dann schauen wir mal, was wollten wir denn machen? Eigentlich? Mana haben wir jedenfalls nicht genügend, damit wir da was machen könnten. Na gut, hier hätte ich ein bisschen, naja, wird wahrscheinlich nicht reichen. Wird nicht reichen, ne. Hier was? Jetzt können wir mal gucken, ob das reicht. Ich fürchte ja schon, naja, man weiß nicht. Könnte sein. Ja doch, ja, das reicht. Wird sogar mehr als wir benötigen würden. Perfekt. So, dann. Hoppala. Das wollte ich nicht. Einen Stack. Moment. Wirklich? Ich habe zu wenig Titan. Offensichtlich, ich habe zu wenig Titan. Gut. Okay, ich habe genug Titan. Ich hatte da noch was im Hinterkopf. Sehr gut. Und davon ein Stack, dann davon einen Stack. Und davon 5, 6. So, und dann müsste das passen. Perfekt, jawohl, wir haben 3 Stück. Juhu! Und dann mal kurz ins Questbuch gucken. Wie baut man das Zeug? Ah, oben und unten Casing, links und rechts das Zeug und in der Mitte dann das da. Okay. Aber ich habe alles dabei, ne? Kann ich ja hier machen. Also. Dann das da. Das Zeug. Und ein Casing. Okay, ich habe es einmal zu viel gemacht. Aber besser einmal zu viel als einmal zu wenig, oder? Oder weil wir brauchen ja noch ein bisschen was. Wir brauchen ja noch ein bisschen was. Ich glaube, ich habe es genau richtig. Machen wir mal so, wie das andere halt auch. Wird so ähnlich sein. Ich habe es genau richtig gemacht, aber hier habe ich es falsch gemacht. So, wir müssen hier noch einen hin und da noch einen hin. Und dann haben wir nicht nur noch 2 übrig. Und dann stimmt die Rechnung wieder. Moment, ich brauche hier einen Stromanschluss. Ohne Strom geht da nix. Ohne Strom. Energie. Interface. Okay, ein Interface. Moment. Achso, kann ich ja wieder nicht. Na. Na. Hallo? Jetzt. Einen Exporter. Danke dafür. Eine Variable. Ach, geht wieder nicht. Wo ist die? Hier. Geht aber wieder nicht mit dem Mausrad. So. Cobra meinte, wir müssen mal bei ihm vorbeigucken und uns mal um ME-Automatisierungszeug kümmern. Ja, gut. Ich sag mal so. Cobra, wenn du hier vorbeikommst und hier die Automatisierung übernimmst, mache ich das gerne. Naja. So, jetzt haben wir, glaube ich, nie wieder Probleme, an irgendwas ranzukommen. Nur sollte ich hier vielleicht noch Glas hinsetzen und da noch mal Holz, damit das Ganze nach was aussieht. Also hier ist Fusion und hier ist ja, Vision, ne? Also einmal schmelzen, einmal zerlegen. Okay. Schön. Haben wir das auch? Also das ist komplett. Ich weiß nicht, soll ich hier direkt mal weitermachen? OG. Was hat das? 118?
118. Ja, von was haben wir denn besonders viel? Also von Luft haben wir auf jeden Fall haufenweise und von Lithium müssten wir auch viel haben. Ich habe da hier sogar ein zweites, oder? Was haben wir hier noch? Ah, Sulfur. Schwefel. 16. Ja, da können wir doch ein bisschen was zusammenschmelzen zu irgendwas. Schauen wir doch mal, was draus wird. Germanium. Ja, perfekt. Da können wir doch mal ein bisschen was zusammenschmelzen. Ich weiß nicht, wo ist ein weniger drin? So, mehr passt da nicht rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein Stack mit und dann lassen wir das hier zusammenfügen. Ich könnte ja auch... könnte es ja zumindest teilautomatisieren, wäre ganz cool vielleicht, aber weiß nicht. Germanium. Ja, weiß ich nicht. Soll ich das dann so lassen oder nehme ich dann das wiederum zum Weitermachen? Oder schauen wir dann wieder, von was wir zu viel haben? 32, das dauert halt noch eine Weile, bis ich da auf 118 oder so komme. 118 glaube ich war es. Aber gut. So. Da kann man einen Haken dahinter setzen. Fusion Reactor haben wir jetzt. Perfekt. Okay. Wo geht's denn weiter dann? Ach genau, ich brauche nochmal einen Nether Star. Da können wir gleich mal gucken. Und zwar brauchen wir ja dann von TI. Müssen wir hier was noch haben? Mal gucken. So, wie viel haben wir da jetzt? 250. Also wir gucken mal gerade. Wir brauchen davon was, wir brauchen davon was und MD habe ich gar nicht mehr. Mal gucken, 101, 22, okay, 66, okay, das wäre nicht mal so tragisch. Was haben wir sonst noch? Brauchen wir sonst noch MD, was ist das? Was war das dritte? Das vierte meine ich natürlich. Hier, Lu. 71. Ja. Wobei wir von dem Lu können wir, glaube ich, noch einfach was machen, weil ich glaube, wir haben hier noch was. Lager. Bisschen was. Das können wir noch so zerlegen lassen. So, haben wir ein bisschen was noch bekommen. Und 64. Also, wir müssten auf 22 irgendwie kommen für Titan. Da fehlen 6. Was hat denn 6? Ich brauche mal das Periodensystem. Hier. 6. Kohlenstoff. Das nächste Mal Schwefel und Kohlenstoff. Und dann müssen wir ja auf Titan kommen. Stimmt natürlich überhaupt nicht.
es geht halt nur über die Ordnungszahl hier, weil halt hier einfach irgendwas zusammengematscht wird und dann kommt halt irgendwas raus. Ja, im Endeffekt werden aus zwei Atomen ein Atom gemacht. Also in den Fusion Reactor. Werden aus zwei Atomen eins gemacht. Also das ist Kernfusion im Endeffekt. Das passiert aber eigentlich nur in der Sonne. Und auch nicht in der Masse, also nicht in der Größenordnung, sondern eher so im Wasserstoff-zu-Helium-Bereich und so, ne? Also in dem Bereich, Bereich 1 und 2. Ordnungszahl 1 und 2. Das ist so das, was in der Sonne stattfindet. Und das, was wir hier machen, das findet so bei einer Supernova vielleicht statt, wenn es denn überhaupt stattfindet. In der. Ja, doch. Könnte passieren. Also wenn es halt gerade nebeneinander ist und halt zusammengedrückt wird. Bei einer Supernova könnte das passieren. Halt, das war falsch. Cadmium. Ja, ich wollte doch hier, das hier und das hier wollte ich doch zusammenbasteln. Zu Titan. Keine Ahnung, habe ich Cadmium schon? Ja, ich habe Cadmium schon. Gut. Ja, schön. Dann haben wir das Problem auf jeden Fall ziemlich gut gelöst. Wir können alles jetzt herstellen aus irgendwelchen Sachen. Es dauert halt immer nur eine Weile. Aber gut. Ich hole mal Glas. Da drüben muss ich auch noch Glas hinsetzen. Habe ich ja letztens gesehen. Und einmal Holz. Ah, einmal Holz. Da wäre es gewesen. Das hier. Und etwas Glas. So. Kann man das Zeug eigentlich auch essen? Kann man es trinken? Nein. Das wäre sie gewesen. Wenn man das Zeug trinken könnte, ein Reagenzglas ist es ja drin. Ich muss hier mal eine Brücke rüberbauen. Ich benutze das viel zu oft als Durchgang, dass das da keine Brücke sein dürfte. So. Also, Titan, Jack, das haben wir. Was ist denn auf 33 eigentlich? Haben wir das vielleicht zufälligerweise? Ist das Arsen? Ich glaube, das ist Arsen. Ich denke nicht, dass wir das haben. Nein, haben wir nicht. Aber das Titan ist bald fertig, das ist doch auch schön. Aber wir können ja auch einfach zweimal Germanium zusammen machen. Und dann haben wir 64, dann fehlen uns noch zwei. Und das wäre ja Helium, aber Helium haben wir halt auch nicht. Oder? Das wäre doch Helium, oder? Ja. Nicht, dass ich hier voll den Scheiß erzähle. Ist halt auch schon eine Weile her, seit ich in der Schule war, aber das weiß ich ja irgendwie noch ein bisschen. Wir machen mal weiterhin, wir schmelzen mal den Schwefel zusammen. Also, Titan, check. Das haben wir. 66 und 71. Wobei, wenn wir zwei Germanium zusammen schmelzen würden, dann wären wir schon mal näher dran im Endeffekt. Das ist halt das Thema. Was haben wir denn, von was haben wir denn noch besonders viel? Moment, ich mache hier mal ein Storage Interface vielleicht dran. Nur wie und wo? Das ist etwas doof, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das Zeug hier? Nein, ich kann es nicht hochheben. Aber ich kann so sehen, welche Upgrades drin sind. Okay. Ah, Moment. Welche Ordnungszahl hat Sauerstoff? 8.
Das heißt Silizium 14. Also mit einer geraden Zahl kommen wir halt überhaupt nicht hin. Mit dem Kupfer. 29. Und 32. 61, dann fehlen noch. Achso, Moment. Ne, eine gerade Zahl muss es ja sein. Ich dachte, das ist 71 hier. Hier, 66, da wollen wir zuerst hin. Also brauchen wir trotzdem eine gerade Zahl. Also könnte das trotzdem. Kommt das trotzdem ja in Frage. Oder hier. 80, ach so. Ja, da kommen wir halt nicht tiefer. Aber das können wir vielleicht verwenden für die nächste Geschichte, für das, für MMG, was auch immer das ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Beryllium müsste auch viel haben. Oder auch nicht. Hier. Okay. Und jetzt wollte ich jetzt die zwei zusammenschmelzen oder nicht? Ich glaube, ich bin mir da noch unschlüssig. Aber dann wäre ich näher an die 71. Ich mach das mal erstmal. Oder? Dann machen wir erstmal noch die Runde Schwefel noch fertig. Einfach nur damit das Zeug mal weg ist. So. Boah. Gar nicht so einfach. Lithium. Was hat denn Magnesium für eine Ordnungszahl eigentlich? 12. Interessant. Also dieses. Moment, ich muss mal kurz mal gucken. Wo war es denn? Das war MD, nicht? 101. Das war MD, 101. 101. 101. Genau, da wollte man damit hinkommen. Ach, noch nicht zwei Stacks. Einen will ich haben. 80. Mach doch mal. 80. Das heißt, es fehlen 21. Was ist denn 21? C. Oh, SC? Was ist denn SC? Weiß ich gar nicht. SC? Haben wir nicht. Das wäre... Von was haben wir denn besonders viel? Davon haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was. 14, dann fehlen 7. Ja, davon haben wir nicht so viel, glaube ich. Oh je. Boah, ist gar nicht so einfach. Wir müssen da trotzdem vielleicht noch das eine oder andere sehr
legen, damit wir da einigermaßen hinkommen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Mercury. 80. 80, 21. Das hat er 32 schon wieder. Moment. Vielleicht. Ja, Moment. 66. Das waren 2 Helium. Müssen wir mal gucken, wo das drin ist. Kann man irgendwie ganz schlecht sehen. Wie kann ich das feststellen, wo das drin ist? Gibt's da irgendwie, kann ich da auch auf die Tabelle hier einfach klicken und dann, nein, leider nicht, das wäre ja zu einfach. Wo könnte das drin sein? Außer in den wegfliegenden Crops, die wahrscheinlich eh nicht gehen. Aber wir haben es auch noch gar nicht, oder? Mal hier kurz mal. Jetzt. Okay, das bekomme ich tatsächlich nur, wenn ich irgendwelche Sachen zerlege. Das heißt, da komme ich so einfach gar nicht dran. Aber wir könnten mal gucken, ob Beryllium oder Beryllium. Das war doch hier irgendwo. Ja. Habe ich davon? Davon habe ich einen Stack. Das ist super. Das zerlegen wir mal. Wir brauchen ja nur einen halben. Oder? Ja, wir brauchen ja nur einen halben Stack zerlegen. Wieso nimmt ihr das immer komplett raus? Das soll er doch gar nicht. So. Und dann legen wir hier einfach mal die zwei zusammen. Und dann kommen wir auf jeden Fall mal mit dem. Dysprosium, was auch immer das ist, hin. Dann haben wir das jedenfalls schon mal. Oh Mann, das ist gar nicht mal so leicht. Selbst wenn man die Möglichkeiten hat, weil man halt erstmal gucken muss, was kommt denn wo raus und was kann ich denn da wieder zusammenbasteln. Vielleicht sollte ich die ganzen Teile hier zerlegen, aber dann habe ich halt noch mehr Sachen, die ich irgendwo unterbringen muss. Weiß nicht. Was sind da überhaupt drin? Ja gut, das Kupferchlorid, das ist nur ein Stack, das könnte man mal zerlegen. Und Chlorid hat 17. Könnte uns vielleicht hierbei weiterhelfen. 54. 54, was ist denn 54? 54. Oh, haben wir nicht. Haben wir nicht. Gehört zu den seltenen Sachen. Haben wir definitiv nicht. Habe ich noch nie gesehen. XE. Helium, das hat eine schöne Farbe. Gefällt mir. Sterbt gefälligst leise. Ein bisschen Anstand bitte. ich hab da so eine Idee. Hm.
Albert Einstein veröffentlichte 1905 und 1916 die Relativitätstheorie. Wie lautet seine berühmte Formel? Ja, da brauche ich gar nicht die Antwortmöglichkeiten angucken. E ist mc Quadrat. Ist doch, weiß man doch. Also, es ist Antwort Nummer B und natürlich richtig, was auch sonst. Hm? Was gibt es denn sonst noch für Antwortmöglichkeiten? E gleich cm Quadrat, okay, das könnte man vielleicht noch verwechseln. E gleich m plus c Quadrat, okay. Ja, ist es leider nicht, weil ohne ein mathematisches Zeichen zwischen den Buchstaben ist es immer mal. Also mal wäre in Ordnung, aber plus ist es leider nicht. E gleich c Quadrat m. Ja, würde ich jetzt sagen, das macht so viel Unterschied gar nicht, ob ich jetzt vorher, das ist eigentlich egal. Ich kann es auch so rumschreiben. Also D ist auch richtig. D ist genauso richtig. Weil ob ich jetzt 2 mal 3 rechne oder 3 mal 2, das kommt das gleiche raus. Es ist egal. Es ist einfach egal. Also, offensichtlich die Fragen stellen, haben selber keine Ahnung davon. So viel dazu. Wie machen wir denn weiter? 21. Das ist doof für 21. Die sind halt auch ein bisschen limitiert, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, Blei hat normalerweise ziemlich viel, aber haben wir so viel auch gar nicht da, dass es. Wobei, wir könnten aber jetzt einschmelzen. 82. 82. Dann wäre es 19, was wir brauchen würden. 19. Moment, das könnten wir haben. Hier. Das haben wir. Also, ich hole mal ein bisschen Blei. Wir machen das mit Blei. Hier. Na, das wird reichen. Denke ich. Das wird definitiv reichen. Genau. Ja, viel zu viel rausgekommen schon. Wir machen das mit Blei. Ja. Kurz weg, so. Und hiervon einen Stack bitte nur. Okay. Das müsste. Genau, das passt. Sehr gut. Oder das ist doch hier, genau, perfekt.
Sehr gut. Was fehlt dir jetzt noch eigentlich? LU fehlt dir noch, ne? Genau. 71. 71. Wo steht denn das überhaupt? Hier unten. Oh je, yeah. Was können wir denn da? Also wir haben was mit 17 haben wir, dann fehlen noch. Wie viel waren das noch? Vierundfünfzig. Hm. 27, 2x 27, wenn wir 27 ein bisschen viel haben, was ist 27? CO. Dann nochmal CO. Kobalt. Kobalt. Haben wir auch noch nicht. Kobalt. Haben wir auch noch nicht. Wir können mal gucken, wo es rauskommt, Kobalt. Vielleicht ist es ja ganz einfach. 13. Haben wir 13 schon. Alu. Genau. Alu können wir mal gucken. Alu. Hier. Das kommt natürlich. Hier hätte man es anders erwartet. Aus Kobalt. Und Kobalt kommt. Ja. Kobalt Alumides. Ja. Ah, ja, war irgendwie klar. Aus blauer Farbe. Moment. Oder aber aus Prismarine Shards. Ja, wir nehmen mal Prismarine Shards, die wir gerade kurz einmelzen. Also. Weil davon, glaube ich, haben wir ein bisschen was da. Rotary Grinder, was anderes geht nicht. Okay. Dann nehme ich die mal kurz mit. Ich brauche ja dann ein Stack auch davon, oder? Mal gucken. Ah, fast. Eins fehlt noch. Ganz schön viel Luft raus. Und das hier können wir im Endeffekt auch mal. Ich werf mal alles kurz rein. Ich werf mal, mach mal meinen Inventar kurz mal leer. So. Kobalt machen wir hier hin. Weil wir das eh gleich noch brauchen werden, aber ich zerleg das auch mal. Da kommt noch mehr Aluminium raus und noch mehr Luft. Und haufenweise. Und dann haben wir auch wieder mehr Beryllium. Okay, Luft ist wieder voll. Wir müssen auch bei Luft was machen. Wir müssen ein bisschen Sauerstoff irgendwie entweder zerlegen oder zusammenschmelzen. So, das hätten wir auch. Kobalt. In ein Stack. So, was war jetzt das? Moment, was hat... Hier gedacht, 27. 27. Wie hatte ich das jetzt gedacht? 27. Wo muss ich denn hin? Moment.
Hallo? 71. 41. Ist eh. Aber irgendwie, ich wollte das, glaube ich, so nicht machen. Ah, so 2x17? Genau. CL. Wo ist denn CL? So, und dann das mit dem Kobalt zusammen. Dann müsste das gehen. 34 und 50, 60. Moment. Hab ich mich verrechnet? Ich habe mich verrechnet. Oder? Ja klar, ich habe mich verrechnet. Hä? Moment. Ha! 17. 17. 34. 34. Also. Hä? Moment. Hä? Was habe ich da gerechnet? Ich bin gerade irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Ich müsste das jetzt mal angucken, was ich da machen wollte. Genau, ich weiß nicht mehr. Ich wollte rückwärts wollte ich, ne? Also 71 minus 17 waren wie viel? Waren 54. 54. 50 durch 2 27 27 Moment, 27 mache ich das gerade? Ach nee, 27 war das hier, ne? Ah, ich wollte zweimal Kobalt haben, das war's. Ich wollte zweimal Kobalt haben. Ich wollte zweimal Kobalt haben. Das war das Problem. Ich wollte zweimal Kobalt haben. Habe ich natürlich nicht gemacht. 16 Stück könnte genau passen. Bisschen Kobalt, aber dann haben wir noch mehr von der Luft übrig. Ah, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich muss mit der Luft irgendwie was machen. Und wenn es sowas ist. Wobei wir davon auch zu viel haben. Aber wir könnten hier aber auch noch ein Upgrade reinwerfen. Bitteschön, du bekommst ein Upgrade. So, danke. Und dann können wir dich hier. So, egal. Natürlich habe ich dann... Müssen wir mal gucken. So, zweimal Kobalt. Ja, ja, ja. Tor mal machen. Also wir haben jetzt zwei von den drei Sachen tatsächlich relativ schnell erledigt. Aber das Tor, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Aber das wird schon. So, zweimal Kobalt zusammen, dann müsste ich, genau, Xenon bekommen und dann brauchen wir was mit 17, ne?
54 und dann die 17 dazu. Und dann passt das. Dann stimmt die Rechnung wieder. So habe ich mir das. So hatte ich mir das ausgerechnet, genau. Und das war hier, ne? 17. Ja, genau. Perfekt. So geht's. So machen wir das. Sehr schön. Eigentlich müsste ich die anderen Sachen eben auch zerlegen, weil ich mit zerlegten Sachen einfacher was machen kann. Die 11 auf jeden Fall. Die muss man auf jeden Fall zerlegen. Was ist hier noch? Protein, das können wir auch mal zerlegen. Ah, das ist Knochenzeug. Das lasse ich mal, glaube ich. Oder? Ach komm, nehmen wir auch mit, ist egal. Iron Oxide, das nehmen wir auch mit. Davon haben wir zu viel, um das zu zerlegen. Nur 17. Ja, komm. Zerlegen wir alles. Kann ich hier mal hier oben reinwerfen. Dann kann ich hier leichter aufräumen. Ah, Moment, Kohlenstoff ist voll. Ist aber nichts, weil Kohlenstoff, ne, gibt ganz einfach Kohle. Und das kann man wieder speichern. Schon irgendwo. Es sieht nicht so aus. Ich sollte das vielleicht mal ein bisschen ordnen auch, oder? Aber wobei es jetzt momentan wahrscheinlich schon zu spät ist. Wie viel habe ich da? Ist das voll? Kann das sein? Ist aber kein Thema, wir können es ja entweder zerlegen oder hier. Oder zerlegen oder zusammenfügen? Zusammenfügen geht gerade nicht so gut, weil wir da Zell brauchen. So. Wir haben 16, das gibt 8, das. Nee, das ist doof. Noch mehr Luft. Nitrogen. Nitrogen, glaube ich, habe ich noch nirgends. Also, N ist Stickstoff, ne? Stickstoff. Wir können auch ein bisschen NOx draus machen, so für die Umwelt und so, ne? Ach, ich habe ja noch mehr. Huch, das nicht. Oh je, das zerlegt sich ja in ganz, ganz viele Sachen nochmal. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Okay, Calcium habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nirgends. Genau, und das funktioniert auch. Da bekommen wir unser irgendwas, ne? Lutetium. Das ist das Dorf von den Galliern, ne? Das, ne? Lutetia. Nebenan, neben Galliern und so, ne? Also,
Ne? Also neben dem Dorf von Asterix und Obelix halt. Ein gallisches Dorf, so rum. Nicht neben Gallien, sondern ein gallisches Dorf. Neben dem Dorf von Asterix und Obelix. Direkt nebenan. Da gehen immer alle hin. Da wandern immer alle hinaus, weil da können sie in Frieden mit den Römern zusammenleben. Und die Asterix und Obelix-Leute, die hauen einfach jeden auf die Schnauze. Auch sich gegenseitig. Immer. Ne? Deswegen mag die keiner. Mach ein bisschen mehr draus. So. Okay. Dann brauchen wir davon einen Stack. Davon einen Stack. Davon einen Stack. Dann haben wir davon wieder keinen mehr. Dann haben wir hier unten noch was. Davon einen Stack und davon fünf Stacks. Ging, glaube ich, wesentlich schneller als die anderen drei, also die drei vorigen. Da haben wir ja mehrere Folgen damit verbracht, endlich mal diese drei Netherstars herzustellen. Und jetzt geht das doch relativ, ja, ich würde nicht sagen relativ schnell, aber schneller als vorher, definitiv. Ja, den haben wir ja schon erledigt, genau. Und jetzt brauchen wir diesen Skarabäus. Dafür brauchen wir nochmal so einen Dark Netherstar. Ah, da geht's wieder los. Da müssen wir nochmal ran. Wir müssen nochmal ran. Wir müssen nochmal ne? Moment, ich lege mal ein bisschen was auch im Inventar ab, weil ich habe gesehen, ich habe das Botania-Zeug noch dabei. Das brauchen wir gerade nicht. Und dann haben wir. Oh, dann haben wir im Inventar etwas mehr Platz. Ja, es geht natürlich jetzt nicht. Jetzt geht's. Ich kann auch das hier mal noch reinwerfen, damit auf jeden Fall genügend drin ist. Jetzt nicht draufhüpfen, es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Living Wood. Mana Spreader, den keiner mehr braucht, weil er ein lahmarschiger Mana Spreader ist. Fusion Casing, das ist nicht aufgegangen. Können wir daraus irgendwas anderes noch machen? Nein, können wir nicht. Wir können nichts anderes draus machen. Also wegwerfen. Ich hasse es, wenn Rezepte nicht aufgehen. Habe ich das schon mal erwähnt? Haben wir das irgendwie. Nein, man kann nichts daraus machen, überhaupt nichts. Tschüss. Ist doof, ne? Kann man nicht einschmelzen, also lassen wir es hier. Was habe ich da jetzt aufgeräumt, was ich nicht aufräumen wollte? Nichts Wichtiges wahrscheinlich, sonst würde ich es bestimmt merken. Bestimmt. Ich gehe mal davon aus. Bisschen Platz schafft mein Inventar. Kohle. Bringen wir hier welche rein. Ja, den Rest ist doch okay. Ach, ich habe noch den Botania-Stab dabei, aber ist egal. So. Zurück zum. Ja. Moment. Den hier. 44 Ruthenium. Mal schauen, haben wir RU irgendwo noch auf Lager? Ich glaube ja nicht.
Das können wir machen aus. Entweder 88. Na? Hier? RA. Oder? Aus 22. TI haben wir nicht. Jetzt haben wir RA noch irgendwo. Radium. Aber nicht. Aber vielleicht. Ich glaube, das kann man relativ einfach herstellen, oder? Das war nicht so das Problem. Das war hier. Ah, genau. Ich erinnere mich. Und den haben wir hergestellt aus. Ist das das? Ja. Ja, mit dem Zeug. So. Hier. Immer schön einmal in die eine Maschine und dann wieder zurück in die andere. Und zusehen, wie sich das radioaktive Material Radium hier, ne, wie das mehr wird. Schön. Aber es reicht nicht. Können wir schon mal ein bisschen das, was da hinten reinwerfen und schon mal ein bisschen was raus. Zerlegt ist halt viel schneller als wieder zusammengebaut, ne? Ist halt immer so, oder? Mit. Ja. Ja. Weiß nicht, wie viel brauchen wir denn davon? Ja, doch schon ein bisschen was, ne? Sieht. Boah, war bestimmt schon auf Lager, oder? Oder es ist das, was ich zerlegt hatte. Weg. Nein, hat alles aufgesammelt. Das heißt, ich habe es nicht zerlegt.
Ja, war irgendwie klar, dass es nur Vieh gibt. Das dauert noch eine Weile. Müssen wir noch eine Weile hin und her. Das ist ein bisschen mühsam. Ein bisschen langwierig irgendwie alles. Aber gut. So, was brauchen wir eigentlich sonst noch? Nur mal so. Obsidian, Cadmium. CD. Ja. Haben wir so viel aber nicht. Okay, Schallplatten. Genau, deswegen muss man auch die Schallplatten machen. Stimmt ja. Da war ja was. Prozent sind denn da noch übrig? Das gibt's aber nicht. 8%, okay. Irgendwann muss das ja mal wieder aufhören hier. Ja, okay, so. Sehen. Also einen haben wir. Oh. Ach so, doch, passt schon. Okay. Nehmen wir hier mal kurz nochmal. Das war das Falsche. Müssen wir mal kurz reinlegen. Und Schallplatten wollte ich holen, genau. 9 Stück, oder? Oder war das weniger, mehr? Keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht.
Komm schon. Doof, dass die nicht auf die andere Musik reagieren. Die richtige Musik. Wäre nämlich viel schöner. Die nicht mehr. Haben die eine gewisse Lebensdauer? Die sie nicht mehr mögen? Dass sie sich kaputt getanzt haben? Ja, anscheinend. Wollen die einfach nicht mehr. Wie auch immer. Los mit euch. Geht doch. Nehmen acht. Ich will jetzt nicht laut reinpfeifen ins Mikrofon, weil sonst haut es euch wahrscheinlich die Ohren weg. Deswegen gehe ich mal lieber. So.
weiß zumindest jetzt, wo das Zeug herkam. CL, okay. Okay. Yes. Moment, kann man euch auch was machen? Nö, also weg. Oh, bling, danke. Noch ein Level. Keine Ahnung, ich hoffe, das hat es jetzt nicht aufgesaugt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon brauche. Ja. Oh, schon ein bisschen was, ne? Hoppala. Ach, von dem brauch ich nicht nur zwei. Ah, ich habe andersrum gedacht. Ich habe andersrum gedacht. Ja, gut. Dann haben wir auf jeden Fall genügend davon. Dann schmelze ich das mal wieder ein, weil es ja sonst liegt es ja auch nur rum dann. Ja, mal hier hin. Egal, so. Brauchen wir mehr Cadmium. Dann war das das, was Urans gescheitert hat. Ne? Hier irgendwo ein Enderman? Hier sind überall diese Partikel. Hm. Oh. Irgendwie war ich da gerade stuck. Ich glaube, die Pflanzen sind wieder kaputt. Die sind wieder kaputt. Das geklappt? Ja. Könnte reichen, vielleicht. Mal schauen. Ja, ihr seid hier hin. In die Eiferwand. Ja, wieder an die Eiferwand. Was? Dich nicht? Ah. Hallo? Oh. Toll. Toll. Noch kein Upgrade.
Sehr schön. Ah, nein, auch 18. Oh. So, jetzt aber. Ding, ding. Cool. So, dann haben wir das. Daraus kann man so viel herstellen. Ich hab's halt befürchtet. So. Obsidian und Eisennuggets. Okay, ja, das ist kein Problem. Eisen haben wir so viel. Damit können wir ganze Völker ernähren. Wenn man es essen könnte. Mein Bucket echt da reingelegt zum Craften? Kann mich irgendwie nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe es auch nicht getan. Manchmal spinnt es einfach. Ich weiß nicht. Manchmal geht es einfach nicht. So. Ich lege mal was zurück. Ich war zu schnell wieder hier. Was brauchen wir sonst noch? Dark Rune. Ah, die habe ich schon, oder? Ja, die habe ich schon. Den habe ich auch schon. Ah, die Arcane Gold Ingots. Die fehlen noch. 4 Stück, 9 würde ich sagen, oder? 9. Also 10. Halt. Hier brauche ich ja nur die Hälfte. Oh, ganz schön was an Energie durchgeblasen. Okay, gut. Aber ist okay. Ist okay, wir haben ja noch Energie drin und wir können zur Not unten noch den Generator, den wir auch noch anwerfen können. Also, das passt schon. Und das füllt sich ja jetzt eh wieder, wenn ich jetzt nichts mehr verbrauche davon. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt wieder... Also, ich hatte ja schon öfter mal das Thema, dass ich falsch lag, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt wieder okay sein müsste, dass jetzt nichts mehr sein dürfte. Erstmal. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß es nicht, aber ich gehe erstmal davon aus. Irgendwas muss man mal ausgehen, ne? Braucht er 2? Ne, 1 reicht, oder? 1 reicht doch, oder? Oder ne, 2 brauche ich. 2. Calculator. Gib mir mein Bucket wieder und du gehst da rein. Yeah.
So. Ach so. Ach so, habe ich ja hier drin mittlerweile, stimmt ja. Ja, kann man ganz schön viel damit machen. Eine Lampe, dafür ist es mir echt zu teuer. Moment, Rüstung? Und hier, na, wie Diamant im Endeffekt. Nur einen Spezialeffekt wird es schon noch haben, aber. Hier kann man auch. Was ist das? Knee Pads. Okay. Alles klar. Zum Arbeiten, ne? Naja. Neun Attack Damage. Aber nee, da kommen wir noch nicht ran. Was ist noch in weiter? Glaube ich. So. Wir haben Skarabäus. Dann brauchen wir als nächstes eine Plattform. Moment, Sand. Moment, ist Sand. Ich bin mal gerade neugierig. Das mache ich doch bestimmt auch aus Silizium irgendwie, oder? Ja. Ach so. Ja, können wir ein paar machen eigentlich, ne? Moment, kann ich Sandstone auch direkt machen? Nein. Wäre zu einfach gewesen. Ah, okay, aber der braucht mehr. Okay. Aber gut, dann wird es weniger. Davon haben wir eh offenweise da. Das passt ja. So, 5 von 5 sind 25 und dann brauchen wir noch 15, 16 und nochmal 16, also 32 und 25, also müssen wir noch ein paar machen. Und es geht wieder los. Ach ja, das Update, das Microsoft machen wollte, ne? Es ist schief gegangen. Ah. Er hat heute dann das wieder rückgängig gemacht. Er hat gestartet, Ewigkeiten gebraucht. Dann irgendwann hat er geschrieben, oh, wir machen Sachen wieder rückgängig, weil irgendwas nicht funktioniert. Super. Microsoft, ne? Da kann man sich drauf verlassen. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir eine neue Plattform. Wieder hier mit. Ja, komm. Machen wir mit Holz weiter.
die da oben da so hin, ne? So. Ah, ich habe da noch einiges liegen. Braucht so viel gar nicht davon. Ja, das reicht auf jeden Fall. Moment, habe ich noch? Ja, nicht so viel. Ich kann aber auch die anderen nehmen. Ich kann auch die nehmen eigentlich. Und die reichen, glaube ich. Ich will nicht so viel. Ich will nicht so groß bauen eigentlich. Ich will eher nur klein. Ganz klein. So, zack. Das ist ja gerade so reicht. Das nehmen wir auch noch mit. Wobei, eigentlich brauchen wir es wahrscheinlich nicht. Moment, gibt es die auch aus Sandstone? Das sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Schade. Ja, habe ich auf der anderen Seite so auch nicht. Lass uns hier auch weg. So. Nichts passiert, nichts passiert. Bei den hier müssen ja da höher gehen. Wir müssen ja da höher gehen. So, oder? Wobei, zählt das andere Zeug eigentlich auch als Sandstone? Ich glaube nicht. Na komm. Noch wesentlich höher bauen. Das wird interessant werden. Wie mache ich das denn am besten? Mit steileren Treppen, oder? Vielleicht. Oder mit Chisels and Bits vielleicht, jetzt wo ich mich damit ein bisschen auskenne. Aber würde gerade so gehen. Ich glaube, das ist okay. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das. Ich glaube, dann reichen die Zäune halt einfach nicht. Ja, überhaupt nicht. Da können wir gleich die anderen nehmen. Ich kann mal noch gucken, ob es noch andere gibt trotzdem.
mal gucken, ob es noch andere gibt. Gelbe. Mehr Gelb als Birke, glaube ich, geht nicht. Dann machen wir es halt Birke. Oder man könnte es auch aus Gold machen mit hier, ne? Das versuche ich mal. Das würde ich mal gerne machen, weil ich das bisher noch nie getan habe und einfach, weil ich jetzt denke, dass man das mal machen kann. Ich mache das aus Gold. Komm, wir haben noch Gold hier. Und wir müssen hier auch, ja, wir haben ja auch noch genügend Gold da. Kein Thema, überhaupt kein Thema. So. Und Chisels und Bits. Ich habe doch hier so einen. Alter, der wird halt nicht gehen. Der wird nicht gehen. Ich mache mir mal. Moment. Chisel. Hier, ein Diamant und ein Stick. Das ist okay. Diamanten haben wir zwar nicht so ganz zum Verschenken, aber was soll's. So. Strings. Habe ich noch so viel Strings, dass ich mir so einen Bag bauen kann? Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich müsste hier normalerweise Flaxseeds haben. Damit müsste das wieder kein Problem. Ah, Moment. Kein Problem. So. Da ich eh aus Gold bauen will. Oder nee, ist glaube ich zu wertvoll, oder? Glaube ich zu wertvoll. Wir nehmen einfach mal einen Stein. Wir können dann den Rest wegwerfen. So, wir können es aber auch aufheben. Man weiß ja nie. So. Und den hier, ja, den können wir wegschmeißen. Little Cobblestone, tschüss, weg mit dir. So. Und jetzt. Oder ich mache einfach ein bisschen Material und baue den komplett selber. Moment. So. Das Doofe ist, man kann halt dann drüber springen. Wie dick mache ich den? So, ne? Man will ja ein bisschen Material sparen. So. Dann. Machen wir mal so. Gucken wir mal. Geht das? Es gibt halt jetzt keine Mitte. Okay, es blinkt nur der Goldblock auf. Okay. Oder machen wir es noch dünner? Eigentlich können wir es noch dünner machen, oder?
Also dann eh von der anderen Seite mal noch gucken. Ich meine, es ist Gold, hallo? Ne? Wir wollen ja hier den Pharao besuchen. Wollen wir uns ja nicht lumpen lassen. Ne? So. Lane. So, oder? Wo ist das, denke ich doch. Okay. So. Jetzt brauchen wir sowas hier. Ein Papier. Lapis und einmal Wasser. Moment, kann ich eigentlich... Ja. Das ist ja schön. Okay, das dauert halt einfach nur ewig. Aber es geht. Dauert halt einfach nur ewig, aber es geht. Es geht. So, super, super. Okay, perfekt. Okay, dann brauchen wir Lapis und einmal Papier. Papier, glaube ich, habe ich hier drin. Und jetzt hoffentlich funktioniert das. Nicht, dass es so ist wie auf dem Server. Nein, es ist nicht so wie auf dem Server, sondern es funktioniert. So. Okay, jetzt nehmen wir das Ding mit. Dann stellen wir das hier hin. Vielleicht am Anfang könnte man es vielleicht noch ein bisschen anders machen und so. Moment. Was können wir hier noch machen? Ah ja. So, schön in die Mitte stellen. Wir bauen hier einen Zaun aus Gold. Habe ich auch noch nie gemacht. Werden mir bald die Goldstäbchen ausgehen. Oder Goldbits. Hält aber lange. Ist jetzt hier ja nur auf die Schnelle, also es ist ja jetzt nichts, was... Ja, ne? Hätte ich 1000 Jahre Zeit, wie so ein Pharao. Ich glaube, meine... Sind die alle? Ich kann es da nicht hinstellen. Vielleicht sind die alle. Mal gucken. Ja doch, könnte schon sein. Ich stelle mal hier was Neues hin. Und mach mal hier... Ups. Alles, was aus dem gleichen Material ist, abbauen. Wir könnten sie auch ein bisschen noch mit Lapis und so, ne? Das ging ja auch. Wir könnten noch ein bisschen verzieren. Hätte ich vielleicht vorher machen. Und Scheiße. Moment, kann ich das... Moment. Ha! Das geht. Hallo? Ich möchte das gerne
so hinsetzen. Und hier vorne, ja, machen wir es auch wieder so. So. Ach, bitteschön. Es sieht doch ganz okay aus eigentlich. Ah, je, je, je. Wahnsinn. Wie gesagt, wir können ja hier noch ein bisschen das optimieren vielleicht. Dass wir das hier vorne vielleicht jeweils... Ja, doch. Das mache ich aber auch, glaube ich. Wie ist das jetzt hier so? Single Bit? Aber das da dran zu pappen ist halt wieder... Nein! So, kann ich das jetzt hier, oder mache ich ein neues, mache ich ein zweites einfach, und der Schräge, dann brauche ich die nicht immer bauen vielleicht. Ich hätte den Handlauf vielleicht auch aus Lapis machen können, aber wir können da zusätzlich auch innen noch einen Handlauf hinbauen, das würde auch gehen. Oh Gott, damit so nach... Ah, ja, ja, ja. Also wenn ich jetzt im Multiplayer spielen würde, ne, dann, dann würde ich hier richtig, richtig geil, die geilen Sachen, glaube ich, machen wollen. Einfach nur, weil ich jetzt weiß, wie es geht. Hier können wir einmal Wasser schon mal mitnehmen. Wir brauchen sowieso zweimal Wasser. Wobei Wasser wäre da hinten auch direkt nebenan. Ist ja eigentlich so nicht das Problem an und für sich. So. Und jetzt das hier. Es kopiert halt einfach nur das. Das ist halt. Aber das geht. Kann ich das irgendwie drehen? Moment. Ach so, nochmal. Placement einfach umgeschalten, deswegen. So. Eigentlich können wir ja hier auch nochmal. Aber dann hätte ich das weiter nach außen setzen müssen. Naja. So, Moment. Habe ich das jetzt immer falsch rum irgendwie gesetzt oder so? Oder hat das zufälligerweise gepasst? Das hat nicht gepasst, oder? Oder hat es gepasst? Doch, es hat gepasst. Es hat zufälligerweise gepasst, okay. Ja, hier passt das aber auch so. Okay.
weg mit dir. Dann müssen wir hier mal noch ein bisschen was setzen, ein bisschen was wegnehmen. Da fliegen wäre jetzt cool. Ich könnte, weil dann würde ich da viel schöner rankommen an das Zeug. Kann ich da vielleicht nach oben gehen? Ja, ich kann da nach oben gehen. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. So, und jetzt hier. Ich darf halt nicht zu weit nach rechts, weil sonst ist vielleicht das mit dem Portal wieder doof. Hoppala. Aber wir können ja hier so eine schöne Dingens hochziehen. Geht ja auch. Nur so rum geht's halt irgendwie nicht. Oder? Doch, geht auch. Geht auch. So. Okay, jetzt will ich noch ein bisschen Lapis. Cool. Ein Goldgeländer gebaut. Also, hier ist noch. Ah, da können wir auch so eine Lapiskugel oder so draufsetzen. Also Lapispünktchen. Oder Redstone vielleicht. Ah, aber Lapis haben wir mehr. So, 9er. War das nicht mal 4? Ich glaube, ich brauche nur einen Block. Den Rest. Ne? Und tschupp. Cool. So. Und setzen wir hier dann irgendwie, weiß nicht. Kann man hier so eine Kugel irgendwie hinsetzen oder so? Oder? Ja, Kugel ist immer Minecraft halt, ne? Kugel ist halt immer so eine Sache. Es wird, glaube ich, nicht schön. Aber wir können hier so einen Akzent setzen vielleicht. Kugel müssen wir gucken. Das ist nicht ganz so leicht, glaube ich. Dass man die ordentlich macht. Ja, ich habe das offensichtlich gut gebaut. Man kann nicht hochhüpfen. Ja. Man kann schön hochlaufen. Das geht schon. Nur damit es ein bisschen, ne?
ein bisschen nach Edel aussieht. Außenrum brauchen wir da noch irgendwas? Weiß nicht. Eigentlich können wir außenrum auch noch mal so was hier stellen. So komplett außenrum, oder? So. Das ist nicht so geil. Ist auch nicht. Kann ich das nicht irgendwie anders rotieren? Ich möchte das gern anders rotieren. So nämlich. Gehen wir das da oben so ringsrum noch hin? Haben halt unten nichts, wo es draufsteht. Das ist wieder etwas. Wahrscheinlich haben jetzt viele geschrien, nein, mach's nicht. Aber Moment, ich könnte es auch direkt an die Bank pappen hier. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Direkt an die Wand pappen. Das mach mal, komm, das mach mal direkt an die Wand pappen. Halt, erstmal. So. So, geht hier aber wieder nicht, weil hier nichts steht. Müssen wir halt mal kurz, ne? Ach, mit dem Mausrad? Mit dem Mausrad kann ich das drehen, okay. Gut. Shift und Mausrad. Auf jeden Fall. Kann man es auf jeden Fall drehen. Gut zu wissen. Ah, ich habe zu wenig Gold dabei. Muss man mal kurz Gold holen. Ich wusste ja nicht, dass ich das noch machen will. Irgendwie, ich habe da gerade Lust dazu. Gold, 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 Gold. Weiß nicht, soll ich noch einen? Ich mache noch einen. Dann sollte das aber passen. So. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Gold dabei. Der Sack ist halb voll. Sack. Ein Sack. Praktisch. Manchmal. So, dann können wir das nämlich darüber so verbinden. Aber das kann ich dann nicht hinstellen, oder? Das kann ich dann nicht hinstellen. Okay, so, dann machen wir erstmal hier unten die Verankerung hin, würde ich sagen, vielleicht. Können wir das hier? Ja, das können wir löschen.
So. Dann nehmen wir das nämlich einfach. Wie war das? Basement? So. Das ist nämlich schön hier so. So, dann sieht das so aus, als ob das da festgemacht wäre. Müssen wir uns noch um die Kante da oben kümmern? Um die Tante? Huch! Das wollte ich so nicht. Machen wir eine gerade Kante. Ja. Das war's nicht. Leider falsch. Müssen wir mit Shift machen, ne? Das geht aber auch nicht. Doch, geht. Okay. War ich denn da vorne schon? Nein! Man sieht es halt auch so schlecht, finde ich. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir das. Jetzt machen wir das von oben hier noch zu. Dann den Cobblestone weg. Cobblestone. Hm? So. Ja, Moment. War das so? Okay. Huch. Sorry. Okay. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Hier oben sieht es ja noch ein bisschen doof aus vielleicht. Das trotzdem wegmachen? Ich mach das trotzdem weg. Komm, ich mach das weg. Das sieht doof aus einfach. So. Okay. Sieht besser aus so, oder? Wir können ja hier noch ein bisschen so hier, ne? Vielleicht. Ein paar Akzente halt setzen. So, okay. Sieht doch. Naja.
Es sieht sehr nach Gold aus. Es sieht sehr nach Gold aus. Und hier ist halt auch wieder dieser typische Minecraft-Spalt. Den habe ich aber selber diesmal gebaut. Ich hätte es ja näher ransetzen können eigentlich. Aber dann wäre es hier wieder so schmal geworden. Wir könnten allerdings auch etwas mit Chisels und Bits tricksen. Das würde auch gehen. Kann man hier nicht irgendwie? So, jetzt aber. Ando. Man könnte jetzt auch noch halt. Halt. Was mache ich denn für ein Zeug? Dann steht das hier aber in der Luft. Auch wieder doof. Was mache ich denn? Und hier dasselbe Spiel. So, hier fehlt's größer. Ach so, weil ich hier den Block falsch gesetzt hatte. Da passiert. So. Ja. Ne? Da habe ich was vergessen, ne? Kann es sein? Da habe ich was vergessen, tatsächlich. Nein. Jetzt. Jetzt sieht das doch, ja, an und für sich ganz ordentlich aus, oder? Was wir noch machen können? Ah, verdammt, schon wieder. Schon wieder. Wir können noch.
Eng. So, kann ich hier nicht weg. Ah, so. So, weil das. Weil das kein Chisels und Bits. Das ist hier Lava. Weil das kein Chisels und Bits ist. Das ist das Problem. Okay, alles klar. Gut. Dann, so, kann ich nicht mehr wieder zusammenbauen oder so? Kann ich nicht wieder zusammenbauen. Und tschüss. So. Ja doch. Den. So, Moment. So. Huch. Ando. Gibt's da irgendwie was? So, jetzt. So geht's. Okay. Genau, mit Shift war das. Jetzt haben wir den Teppich auch noch oben drauf. Irgendwas fehlt mir. Ich vermute mal, von denen hier fehlt mir was. Weil das andere, also Lapis brauchen wir dafür nicht so viel. So. 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 So, jetzt haben wir hier. Na? Schön. Okay. Vielleicht auch in Rot machen können, würde auch ganz gut passen, vielleicht. Weiß nicht. So, jetzt muss ich das ganze Zeug irgendwie mal noch loswerden. Hier haben wir noch was. Und die beiden, ja gut, die muss man jetzt in irgendeine Kiste legen. Hier. Okay, und rein mit dir. Puh, geil. Es leuchtet sogar. Cool, schön. Schön. Leuchtet sogar. Perfekt. Also ich brauche nicht mal Fackeln hinstellen, das leuchtet von alleine. Wenn nicht, hätte ich hier vielleicht Glowstone auch mit reinbauen können. So, mal was futtern und dann sage ich mal, wir lassen uns das nächste Mal überraschen. Ich mache jetzt genauso Schluss, wie ihr jetzt auch im Video. Das ist gemein, ich weiß, es ist gemein. Ist auch mir gegenüber gemein, weil ich am liebsten sofort reinspringen würde. Aber es ist egal, ich halte das aus. Ist die Frage, haltet ihr das aus bis zur nächsten Folge? Also, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und dann hüpfen wir durch das Tor. Und ich bin gespannt, was passiert. Absolut gespannt. Also, Wahnsinn, cool. Also dann, bis dann. Ciao, macht's gut. Bis dahin. Wir sehen uns. Oh je, und ich sehe, es ist schon wieder zappenduster hier. Noch nicht mal 7 Uhr und es ist zappenduster. Das, ja, ne? Ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ist gut. Ciao. Ciao. Tschüss.